Ja, herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe SG09 Watt TV. Wir frieren ein bisschen, ja, hier im Paul-Janes-Stadion. Wir sind zu Gast bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Ja, es kann gespielt werden. Der Platz ist da im sehr guten Zustand. Und ja, wir haben einiges gut zu machen. Im Hinspiel eine unglückliche 0:1 Niederlage durch das Tor von Marlon Ritter kurz vor dem Ende. Der kann uns heute nicht Probleme bereiten oder wird uns keine Probleme bereiten, denn er spielt mittlerweile beim SC Paderborn. Faratoku sitzt auf die gleiche Startelf wie schon zuletzt beim 13:0 gegen den TuS Erntebrück. Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Hier die Highlights. Fortuna Düsseldorf U23 gegen die SG Wandscheid 09. Gehen wir rein in die Partie. Die erste Möglichkeit. Freistoß Manuel Globatsch. 5. Minute Kopfball. Aber Thorsten Stuckmann im Tor der Düsseldorfer. Ohne Probleme und er leitet schnell den Konterangriff ein. Das wollten die Düsseldorfer versuchen. Schnelle Ballgewinne und dann ging es über Kiesewetter ganz schnell auf die andere Seite. Fröse mit der Riesenchance. Glücklicherweise zieht er über den Kasten. Erste gute und gefährliche Aktion der Düsseldorfer. Die nächste sollte einige Minuten später folgen. 13. Minute, um genau zu sein. Bonga kann sich hier durchsetzen. Dann eine schöne Kombination. Über Kiesewetter kommt der Ball auf die linke Seite. Lukoki mit der Schussmöglichkeit. Nochmal der Nachschuss. Wieder wird er geblockt. Die 09er versuchen da, sich reinzuschmeißen. Die Düsseldorfer bleiben da am Drücker. Dann ist allerdings die Gefahr nach dieser verunglückten Flanke gebannt. Die 09er bestimmten zwar das Spiel, doch die Düsseldorfer hatten zu dieser Phase oder in dieser Phase die besseren Tormöglichkeiten. Dann erstmals wurde es gefährlich. Steve Tunga mit der Schussmöglichkeit legt allerdings nochmal ab auf Joe Boyamba bzw. will ablegen. Leider etwas zu steil, aber es sei vorweggenommen. Steve Tunga mit einer klasse Partie im Mittelfeld auf der 6er Position. Gewinnt auch hier den Zweikampf und leitet die Riesenmöglichkeit ein. Joe Boyamba 2 gegen 1. Manu Globatsch völlig frei. Allerdings übersieht ihn Joe Boyamba leider und entscheidet sich für die falsche Entscheidung. Und dann kann Stuckmann klären. 0:0 zur Pause. Dann in der 49. Minute diese Kontermöglichkeit der 09er. Und Joe Boyamba setzt sich hervorragend durch. Unser Flitzer alleine vor Stuckmann. Der kann noch parieren. Dann Anjo Langer. Und dann wird er gelegt beim Schussversuch. Und folgerichtig entscheidet Schiedsrichter Steffens auf Strafstoß für die SG 09. Keine Karte zu geben. Okay. Sei es drum. Schauen wir auf den Elfmeter, Manuel Globatsch gegen Thorsten Stuckmann und der 09er behält die Nerven, bringt seine Farben mit 0:1 in Führung, sein 6. Saisontreffer. Wichtiger Führungstreffer für die SG 09, die gerne nachlegen wollten und sie hatten auch die Möglichkeit dazu. Hier klärt Stuckmann zunächst die Ecke von Manuel Globatsch, dann kommt der Ball nochmal zu Joe Boyamba, der sich gleich gegen zwei Düsseldorfer hervorragend durchsetzen kann mit dem Rückpass auf Norman Jakubowski und dann steht es 2:0 für die SG 09. Dachten zumindest alle für einige Sekunden, doch dann der Schreck. Schiedsrichter Steffens ging zu seinem Linienrichter und der will eine Abseitsposition von Adi Schneider vor Stuckmann gesehen haben. Schwierig zu erkennen. Man kann es erahnen, Adi Schneider steht vor Stuckmann, ob er ihn aber wirklich irritiert, kann man geteilter Meinung sein. Sei es wie es sei, 1:0 weiterhin der Stand und dementsprechend mussten die 09er zunächst weiter zittern. Aber so richtig fiel den Düsseldorfer nichts ein und dann wieder der starke Steve Tunga mit dem Ball gewinnt. Manuel Globatsch schickt Joe Boyamba auf die Reise, allein vor Stuckmann, entscheidet sich für den Lupfer. Wieder die falsche Entscheidung leider von unserer Nummer 9. Und Stuckmann kann parieren. Dann nochmal die Düsseldorfer. Wie gesagt, sie versuchten es, aber die 09er hatten eigentlich alles so weit im Griff. Dann mal der eingewechselte Hashimoto über die linke Seite, aber das ist auch zu harmlos. Kein Problem für Edin Sanchakta. So konnten die 09er das ganz gut verwalten, die knappe Führung. Aber sie wollten natürlich ganz gerne auf 2:0 stellen, um hier kein Zitterspiel bis zur letzten Sekunde zu haben. Die nächste Möglichkeit mit dem rechten Fuß. Demir Tumbul und Stuckmann mit den Fingerspitzen noch dran. Rettet hier die Düsseldorfer vor der Vorentscheidung. Dann Eckball und da kann Jeffrey Obst in höchster Not nochmal klären im 5-Meter-Raum.
wenn es gefährlich wurde, dann eigentlich nur durch Standardsituationen, so wie hier. Da kommt der Ball zu Kiesewetter, der schießt aus der Drehung. Auch hier ist Edin Sancak da auf dem Posten. Aber wirklich gefährlich war es eigentlich nicht. Kino Neuner, nochmal sei es gesagt, hatten eigentlich alles im Griff. Aber solange es nur 1-0 steht oder stand, war es natürlich gefährlich. Es kann immer mal einer reinrutschen. Dementsprechend versuchten die 09er ihrerseits auf das 2-0 zu gehen. Andrew Langer hier schön mit dem Ball gewinnen. Legt ab auf den eingewechselten Matthias Tietz. Und er versucht es mal aus 20 Metern. Aber zu zentral. Stuckmann, kein Problem. Dann springen wir in die 90. Minute bereits. 4 Minuten Nachspielzeit wurden auch noch angezeigt. Der Freistoß kommt in den Strafraum, können die 09er klären und dann Larvs mit dem Volley-Schuss. Aber Edin Sancak da glücklicherweise zur Stelle. Wie gesagt, 4 Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Wir sind schon weit drüber. Letzte Aktion, nochmal Stuckmann mit dem langen Ball. Die Düsseldorfer versuchen den Ball in den Strafraum der 09er zu bringen. Gelingt ihnen hier jetzt auch. Aber die 09er können klären und damit war der Sieg perfekt. Die SG 09 gewinnt mit 1-0 bei der U23 von Fortuna Düsseldorf. Ja, wichtiger 1-0-Erfolg hier bei der U23 von Fortuna Düsseldorf im Paul-Janis-Stadion im Kühlschrank. Steve Tunga, Glückwunsch zum Sieg erstmal. Danke, danke. Auch zu deiner eigenen Leistung fand ich wirklich sehr, sehr stark, muss ich sagen. Auf der 6 gefühlt alle Zweikämpfe gewonnen, aber sag erstmal selber was zum Spiel. Ja, ich denke auf jeden Fall, wir haben uns auf jeden Fall verdient, die 3 Punkte damit nach Hause zu nehmen. Wir haben viel gekämpft, viel gut für die Mentalität jetzt, das Spiel einfach. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin selber ehrlich gesagt komplett platt. Ja. Und ich bin einfach glücklich, dass wir das Ding nach Hause bringen konnten. Wie war es auf dem Platz zu spielen? Im Moment, der Wetter ist ja nicht so gut. Ich hatte das Gefühl, erste Halbzeit ging noch, zweite Halbzeit wurde es dann schon tief. Ne? Also ich bin ehrlich, der Platz war super. Okay. Viel besser als erwartet. Ja, das hat uns alle, glaube ich, verwundert, dass der Platz jetzt so gut noch erhalten ist, was vor allen Dingen bei den Witterungen. Aber hat uns natürlich auch irgendwo die Karten gespielt, weil wir gut Fußball spielen konnten. Und deshalb waren wir alle zufrieden. Ne? Solange wir gewonnen haben, ist alles egal. Absolut. Ich danke dir sehr für die Zeit. Sehr, sehr starkes Spiel, mein danke, Freund. Danke. Wir sehen uns gegen Dortmund. Ja. Tschüss. Ja, hallo erstmal zusammen. Ich glaube, vorm Spiel war es schon von der Tabelle her sehr eng. Ich glaube, das Spiel hat es auch hergegeben. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte Düsseldorf etwas besseren Chancen als wir. Wobei wir auch eine richtig gute Kontermöglichkeit haben, wo jetzt Joe den einfach so quer spielen muss. Dann haben wir eine 1 gegen 1 Situation. Ich denke aber recht ausgeglichen. Torschancen vielleicht etwas plus für Düsseldorf. Ich denke, in der zweiten Halbzeit sind wir richtig gut rausgekommen, wollten dann nochmal Dampf machen. Haben dann eigentlich fast gar nichts zugelassen, bis auf die Fernschüsse von Düsseldorf aus der zweiten Reihe. Das Spiel geht dann 1-0 aus. Und natürlich wussten wir aber auch, dass es auch eine knappe Kiste noch wird, weil Düsseldorf dann auch noch mehr Risiko gehen wird mit den langen Bällen. Da haben wir aber gut standgehalten, auch Riesenlob an unsere Defensive, die auch lange standgehalten hat. Aber letztendlich haben wir vergessen, den Sack auch zuzumachen. Die Möglichkeiten haben wir mehrmals gehabt, haben wir halt nicht gemacht. Somit bin ich froh und auch glücklich mit der Entwicklung von den einzelnen Spielern, dass wir auch so einen Sieg über die Zeit bringen und dann auch vielleicht nicht mehr viel anbrennen lassen. Letztendlich, denke ich, ist der verdient auch aufgrund der zweiten Halbzeit auch verdient, der Sieg. Und ich wünsche den Klassikern alles Gute noch. Weiterhin schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Wir sehen uns dann wahrscheinlich auch in der nächsten Saison. Dankeschön. Fahrrad, vielen Dank für dein Statement zum Spiel. Gibt es Fragen an den Cheftrainer unserer Gäste? Nicht der Fall. Maschina, darf ich dich bitten? Ja, danke. Erstmal Glückwunsch an die Wattenscheider zum Sieg, der aufgrund der zweiten Halbzeit, wie Fahrrad es gerade auch in Ordnung geht. Erste Halbzeit war ich noch zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben defensiv wenig zugelassen, haben vorne jetzt die eine oder andere kleine Torchance gehabt, waren präsent. Die fußballische Qualität hat schon noch gefehlt, der letzte Pass, der vorletzte Pass, das letzte Dribbling, das Durchsetzungsvermögen war nicht so gegeben, dass wir hier noch das Spiel gewinnen können, schon in der ersten Halbzeit. Dann gehen wir in die Halbzeit und sagen, eigentlich ist es ein typisches 0-0-Spiel, das 0-0 müssen wir halten. Und je länger das Spiel es dauert, desto mehr werden die Räume dann da sein. Dann werden wir mit unseren schnellen Spielern dann vielleicht auch effektiver. Ja, dann gehen wir raus und verursachen dann den Elfmeter.
So ein Spiel kann man wahrscheinlich nur durch so ein Tor verlieren. Und danach war ich eigentlich maßlos enttäuscht von meiner Mannschaft, weil dann war kaum eine Reaktion da, kaum mal Durchsetzungsvermögen, Leidenschaft. Den Willen will ich hier nicht absprechen, aber die fußballische Qualität hat dort einfach gefehlt. Viele einfache Fehlpässe, Fehler in der Ballannahme beim ersten Kontakt. So dass wir, glaube ich, in den 45 Minuten keine einzige richtige Torschance uns rausgespielt haben. Und am Ende nicht uns wundern dürfen, dass wir hier ohne Punkte dastehen nach dem Spiel. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit bin ich einfach nur sehr, sehr enttäuscht. Und das müssen wir einfach besser machen, um die letzten zwei Spiele noch ein paar Punkte bis Weihnachten mitzunehmen. Nochmals Glückwunsch an Wattenscheid. Aufgrund unserer enttäuschenden zweiten Halbzeit gibt der Sieg auch absolut in Ordnung. Danke.